Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossroad Spaß. Ihr seht, meine Kabine fehlt, denn wir bauen was Kleines, beziehungsweise ich habe da schon mal was vorbereitet und das zeige ich euch gleich, aber erst will ich mal ganz kurz nach meinem Levi gucken, den habe ich gerade zurückgeholt und er hat wieder keine Matches gehabt. Ziemlich tragisch, aber ich habe ihn jetzt einfach wieder losgeschickt. Ihr seht, ich habe hier einfach die Waffen irgendwie draufgekloppt. Ich hatte den mal größer gemacht, dass er bis hier hinten so ungefähr war. Da hat er noch viel mehr Reifen gehabt, war noch breiter, war alles ausgenutzt. Aber da hat er auch nie Matches gehabt. Und jetzt habe ich ihn hier so ein Stück kürzer gemacht. Und dann hat er wenigstens manchmal Matches. Leider extrem selten. Es spielt kaum eine Levi. Ich wollte auch mal Levi Raid machen. Es hat 10 Minuten gedauert und hat nichts gefunden. Aber einmal habe ich, glaube ich, sogar aufgenommen, wo ich zufällig was gefunden habe. Da habe ich es auch Spaß angemacht, bin kurz aufs Klo gegangen, kam zurück. Auf einmal ging der Raid los. Das war witzig. Naja, so sieht er aktuell aus. Aber viel wichtiger, ich zeige euch auch, warum ich hier was bauen möchte. Und zwar die stillen Gladiatoren-Sachen. Ich bin zwar durch mit den Dingern, aber man kann seinen Rang ja immer noch weiter erhöhen. Ihr seht, bei 56 war, glaube ich, Schluss oder so. Genau, bei 55 war sogar schon Schluss. Und man kriegt jedes Mal Coins. Also das ist eigentlich ganz cool, man kriegt immer Coins, es kommen noch Aufgaben rein, also machen wir die Aufgaben noch. Und ihr seht, ein paar Punkte habe ich hier gesammelt, aber ich habe gedacht, ich brauche ein Nahkampfauto, damit ich hier was reisen kann, damit ich diese Aufgaben fertig kriege. Die hier, weiß ich nicht, die werde ich vielleicht im Laufe der Woche machen, das wird ein bisschen dauern, bei 40 Feinden zu helfen. Wobei ich eben 3 geschafft habe, als ich meine Testrunde gemacht habe und über 2000 Punkte Schaden gemacht habe. Das hier hatte ich auch einmal geschafft, mal sehen, wie es läuft. Punkte mit Nahkampfwaffen oder... Ach, Maschinengewehre kann ich auch nehmen. Ja gut, dann ist das ja super easy. Okay, bauen. So. Kann ich nicht einfach zurückgehen jetzt? Ups. Oh nein, ich kann das Auto nicht zurückbauen. Sehr seltsam. Eigentlich kann man doch rückgängig machen. Habe ich den Controller falsch eingestellt? Bauteil entfernen, rückgängig, LB. Ah gut, ich kann es nicht rückgängig machen. Was soll's, dann bauen wir das Auto einfach nochmal schnell neu. Also ich habe mir einfach hier so ein 6er-Ding hingemacht. So. Und da habe ich gedacht, für einen Nahkampf ist doch eigentlich die Hold-Kabine ganz gut. Ist ein bisschen übertrieben, weil die PS-Zahl sehr hoch ist, aber ich wollte einfach viel Schaden machen und da wollte ich diesen Bonus mitnehmen. Die habe ich dann so drauf gemacht. Ich glaube, ich hatte die echt nur so an der Kante. Hatte ich hinten noch so eins? Ach, wir bauen es einfach irgendwie. Wenn es ein bisschen anders aussieht, ist auch egal. So, hatte ich das so? Oder hatte ich sogar noch eins? Ja, ich glaube, so war es. So. Leider habe ich jetzt meine Zerfleischer verkauft. Das ist natürlich blöd. Sonst hätte ich einfach mit den 2 Zerfleischern fahren können. Die habe ich vorhin aber verkauft. Aber ist gar nicht schlimm. Wir machen hier 2 Bohrer dran und machen noch so ein Tempura-Gerät in die Mitte. Zack. Da sollen wir den hochkant, da können wir 2 reinmachen. Ach ja, obwohl, jetzt komme ich wieder über 4. Nee, wir lassen mal einen dran. Wir testen das mal ein bisschen. Vielleicht bauen wir es noch um, dann mal sehen. So, dann habe ich hier einen schweren Flug drauf gesetzt. Einfach so, grob. Hinten hatte ich so ein Ding dran. So, dann mache ich erstmal schnell die Reifen, damit die auf jeden Fall passen. Ich habe mich jetzt mal für die Lafetten entschieden. Ich habe die ja damals beim Event direkt gebaut und gefused, also muss ich sie auch mal benutzen. Und irgendwie sieht das ganz witzig aus mit diesen komischen Kutschenrädern. So, hinten noch welche dran. So. Oder lieber so. Muss mal gucken. Eben hatte ich sie ganz hinten, aber ich kann sie auch mal so dran machen. So, dann habe ich noch schwere Kotflügel dran gemacht, um ein bisschen Leben wenigstens zu bekommen. Und die guten Screener hatte ich hinten dran. So war das, glaube ich, so. Und so hätte ich. Das heißt, lieber unten dran machen. Ach nee, so schützen sie die Kabine. Komm, ab geht's. Das war's auch schon. Mit dem Auto bin ich eben unterwegs gewesen. Genau 3600. Und habe 4 Leute angefahren. Nee, 3. Stimmt, einen hatte ich vorher schon. So, jetzt fahren wir mal einen kleinen Test hier. Ich
glaube, wenn die Reifen so enger stehen, ist der Wendekreis noch ein bisschen enger. Cool wäre jetzt, wenn ich hinten auch noch Lenkbare hätte. Habe ich leider jetzt nicht. So, und hier, das ist doch ganz ordentlich. Ich bin dann einfach so rum, zack, habe einen angefahren, habe den nächsten angefahren, damit ich bei allen Schaden mache. Ich könnte jetzt vielleicht sogar noch einen Motor reinquetschen. Aber ich bleib mal so, ich bleib mal bei 3,6. Sollen wir es noch anmalen? Können wir eigentlich nur anmalen. Ach komm, ich nehme mal schwarzes Gold, das ist ja auch teuer, die Farbe, also können wir es auch mal dran schmieren. So, und jetzt springen wir hier ins Gefecht und sehen mal, was wir mit dem eigenartigen Gerät hier reisen können. Ziel ist, 15.000 Punkte zu machen und ja, 40 Leute beschädigen. Ach, und dann dies mit den Nahkampfwaffen, 5x 800 Punkte. Naja, gut, es kommt eventuell. Erstmal gucken, ob es überhaupt läuft mit dem Auto. Also vorhin lief es gut, in der ersten Testrunde lief es ganz gut. Ich musste jetzt nochmal neu bauen, habe es minimal umgebaut. Also vorhin hatte ich die Reifen ein, zwei da hinten stehen. Muss ich jetzt mal gucken, ob es sich dann besser spielt. Wir werden nach zwei Runden mal wechseln und gucken, ob sich da irgendwas großartig verändert. Aber ja, ich glaube eigentlich nicht. So. Aber interessant, man sieht schon hier in der unter 4000, also deutlich unter 4000 PS Gruppe, sind die interessanten Builds. Da sind die witzigen Builds hier, da baut jeder irgendwie. Hier wäre ich schon angeschossen, der hasst mich schon, Tiffany, warum? Lass mich in Ruhe. Kann mich nicht leiden. Bist du an die Wand gefahren, ne? So. Müssen wir uns mal einen suchen und wenn wir dran sind, dann brezeln wir dem auch noch mit dem Tempura rein. Aber wenn ich jetzt noch einen zweiten Tempura, dann, ja, dann wäre es nochmal 570 extra, dann bin ich schon bei 4000, da sind schon wieder die, komme ich zu den ganzen 4,6ern, die sind ziemlich grausam. Ah, ich muss ihn auch anfahren. Ich glaube, ich brauche echt noch einen Motor, ich muss ein bisschen schneller sein. Können mich einfach so wegschießen. Da habe ich schon ein bisschen Schaden gemacht. Oh ja, geht eigentlich ganz gut. Die Bohrer könnten noch eins hoch. Aber der ist halt der absolute Fahrwerkskiller so. Oh, ich habe ihn wieder hochgehoben, das war doof. Jetzt schießt der auf mich. Stirb. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, das Auto. Aber schlecht ist, dass noch drei Gegner da sind, wenn die natürlich auf mich schießen, bin ich ruckzuck weg. Hallo. Komm, da ist ein Generator. Ja, der Flug schützt mich halt schon sehr gut. Ist schon sehr witzig, das Ding. Vielleicht könnte ich den Tempura aber doch hochkant einbauen, dass er ein bisschen oben brennt. So. Für das, dass ich so wenig Leben habe, halte ich doch relativ lange aus. Ah, sorry, Alter. Nein! Ja, ich brauche hinten noch was Lenkbares. Es zerstört so das Aussehen, wenn ich jetzt hinten andere Reifen dran mache. Ja, 1000 Punkte, vier Leute ermordet sogar. Krass. Ja, jetzt schaffe ich die 40 aber auch ruckzuck. Gleich nochmal. Bastel mir gar nicht lang rum. Endlich sind die Tempura mal zu was gut. Die Bohrer, die hatte ich auch mal fusioniert. Die sind aber nur auf Rammschaden fusioniert. Deshalb bräuchte ich noch so einen Ticken Geschwindigkeit. Yes, ja, was verkauft. Gerade ein bisschen wenig Kohle, weil ich mein ganzes Geld auf den Marktplatz geschmissen habe. Ah, ich habe schon Angebote aufgegeben, oder? Schaffe ich es noch? Ah. Ich muss hustlen. Ich habe so viel Geld ausgegeben in letzter Zeit. Ich muss wieder Coins sammeln. Aber ich könnte, wenn ich das ganze Geld habe, was ich hier auf den Markt geschmissen habe, könnte ich so bei 20.000 sein. Ich bin nicht sicher. Ich habe mal wieder den Überblick verloren. Obwohl doch, ich gebe gerade ein Angebot auf für eine Reaper für 6.600 und habe noch meinen Red Share, der aktuell 9.000 wert ist, den ich eigentlich auch verscherbeln kann. Also sind es ja schon fast 20.000 plus die Gleisketten und die
Equalizer, die ich da gekauft habe. Ja. Das ist ganz gut. Aber ich bin froh, dass ich endlich mal die Tempura zu irgendwas benutzen kann. Ich könnte natürlich auch mit einer Growl fahren, um die PS runterzuhalten, aber wie gesagt, um Power zu haben, genug Energie, obwohl Energie ist überhaupt kein Problem mit drei Nahkampfwaffen. Ja, ich wollte einfach die Hole nehmen. Was auch gut wäre, wenn ich mir jetzt den Zerfleischer noch zwei, drei Bohrer dran klatschen könnte, aber ich habe halt gerade keinen Zerfleischer. Könnte ich nämlich auch. Ich hatte das Auto mal. Ich habe mal ein Auto gebaut mit zwei Zerfleischern und einer Growl. Da konnte ich auch ohne Probleme die 4-5er wegknabbern, aber ich habe die Zerfleischer gerade verscherbelt. Ach ja. Warum schiebt den doch einfach ins Loch? Okay, das war schon mal ein Assist. Ah, hier habe ich immer Angst drüber zu fahren. Ich bin mal hier an der Kante in den Capcan gefahren, habe mich getreten, bin ins Loch gefallen. Aber ich glaube, hier sind keine Capcans unterwegs bei der PS-Zahl. Das ist Capcan ein bisschen wild. Oh, hier unten ist einer mit Shotgun. Ah, ich darf nicht vor den. Yes, ein Unassist. Hier oben, den muss ich mir schnappen. Der sieht langsam aus. Hat mich auch noch nicht gesehen. Ja, ich habe seine Bohrer weggebohrt. Yes. Ich habe es noch nicht gefallen. Stirb. Jawohl. Ach, ich glaube, ich lasse die Karre so. Es reicht, um die Aufgaben hier zu machen. Läuft doch super. Erster sogar. Brutal. Das hätte ich auch als 2-Minuten-Bild machen können eigentlich. Den kann ich locker in 2 Minuten zusammenbasteln, glaube ich. Schaffe ich wahrscheinlich sogar in eine. Ich wusste ja jetzt, was ich machen will. Aber ich habe auch nicht viele Gedanken gemacht. Kann man wahrscheinlich das eine oder andere verbessern, aber es läuft. Es reißt die Fahrwerke hier raus wie nix. Das mit dem Kaninchen muss ich nochmal machen. Ich muss mal die ganzen Eier suchen. Ich bin auch hier einmal den kompletten Rand abgefahren, aber habe irgendwie nur 2 Eier gefunden. Und komischerweise hatte ich auch schon 7 Eier kaputt gemacht irgendwie. Das letztes Jahr nur 7 waren, weil ich dachte, ich hätte das letzte Jahr geschafft mit den Eiern. Man sieht die aber auch extrem schlecht, ist mir aufgefallen. Da ist eins gewesen. Verdammte Ex. Aber diesmal 24 Eier sind viel für das, dass ich überhaupt keine gefunden habe, als ich den kompletten Rand so vom Trainingsbereich abgefahren bin. Aber ich weiß, es gab das ja schon mal letztes und ich glaube sogar vorletztes Jahr. Ich glaube, es gibt es jedes Jahr mit den Eiern. Und die waren teilweise echt an hässlichen Stellen. Aber dieser 20% Schadensbonus von der Hole hier, der ist ziemlich geil. Ach, mein Burner wollte ich umdrehen vorne. Ha, was soll's. Wenn es zu tief ist, Fahrwerk raus, fertig. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gefahren bin mit dem Auto, also als ich es schnell zusammengebastelt habe, habe ich gedacht, das wird doch nichts, das Auto, das taugt doch nichts. Aber jetzt 2 Runden, jedes Mal über 800 Punkte, einmal MVP, läuft doch. Geschwindigkeit lässt halt ein bisschen zu wünschen übrig, da ist einer. Hallo. Nein, ich habe meine Bohrer jetzt verloren. Ich habe alles verloren. Oh Gott. Nein. Ach komm, hinten müssen eckbare Reifen drauf. Der ist doch reingefallen, der Arme. Es sah so gut aus, wie ich auf den zugefahren bin. Aber als ich dann seine 3 Bohrer gesehen habe, habe ich gedacht, es könnte ein bisschen hart werden. Und als mein Brutzler da nichts gebracht hat, wusste ich, okay, das könnte nach hinten losgehen.
Aber wo hinten? Ich könnte hinten noch ein bisschen Gewicht gebrauchen. Durch den Flug hängt der ganz schön runter vorne. Oder ich mache die zwei Screener hervor und mache den Flug hinten dran. Ach nee, dann hängt der hinten hoch. Ist auch blöd. Erstmal was Lenkbares drauf. Wie viel Powerscore haben die? 90. Vielleicht kann ich das ausgleichen, wenn ich die hinten drauf mache. Ich glaube, die sind ein bisschen kleiner. Jetzt halt nicht mehr so ein Fahrer. So ein Fahrwerk zerstöre. Ja, obwohl, der geht immer noch ziemlich nach unten. Oh, ich wurde eingeladen. Der ist zu hoch. Party. Ja, Party ist später. Ich schreibe dir mal kurz am Handy. Ich komme später. Ich muss doch hier schnell nur ein bisschen. Ach, ich mach's nachher. Wir müssen erstmal kämpfen. Nach der Folge, falls du dir die Folge reinziehst, du Zwei. Passi-Man, dann komm ich gleich. Keine Angst, es ist keine grenzenlose Arroganz, die mich hier überkommen hat. Ich muss einfach nur hier schnell mit dem Auto ein bisschen vernichten. Und dann können wir unter 9 fahren, dann ist alles schön. Nein! Lass mich! Ich will mich, weil ich bin windiger. Lass mich bloß in Ruhe. Nein, der will mich. Aber unbedingt. Hilf mir. Anderer Typ. Danke, anderer Typ. Ich komme jetzt. Ich helfe euch auch. Mann, den fertig. Nein! Schlecht gestanden. Jawohl! Rache! Herrlich! Ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß das macht mit den kleinen Nahkampfautos. Ich glaube, in großen braucht man mindestens einen Mähdrescher, sonst kann man da nichts reißen. Oh nein! Spinnst du? Reifen verloren. Nein. Schade. Tragisch, weiter geht's. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele ich angemetzelt habe. Komm, eine Runde noch. Ach, wir können doch hier gucken, was noch fehlt. Oh ja, haben ruckzuck 10.000 Punkte gemacht hier. Wenn ich jetzt in eine Runde gut abgehe, habe ich es schon geschafft. Das hier dauert halt ein bisschen länger. Und hier, na, da muss man halt gewinnen dazu. Dann sind die 800 locker drin. Aber das wären hier 3 Level. Nee, 4 Level sogar. Man braucht nur 5.000 für ein Level.
da ich hier kurz vor Level Up bin. Boah, das wären fast 5 Level, wenn ich noch 200 fehlen dann noch. Naja, gut. Wenn morgen die Tagesaufgaben kommen. Edel, also 100 Coins. 80, okay, 80, ja. Was soll's? Na, was ist los jetzt? Dauert es jetzt zu lang. Powerscore hat, oh, da geht's schon los. Ich wollte gerade mal gucken, wie viel Powerscore der Hardcore-Modo hat. Ich glaube, der gibt. Ich bin aber nicht sicher, ob er Endgeschwindigkeit gibt. Doch ein bisschen, glaube ich, so 5% oder so. Aber es könnten diese 5% sein, die den Unterschied machen, weil ich glaube, der andere war eben echt genauso schnell. Der hat mir ja die ganze Zeit am Arsch gehangen. Ich bin nicht losgeworden. Und in der einen Kurve hätte er mich fast gehabt. In der anderen Kurve habe ich ihn ein bisschen ausmanövriert. Ich glaube, ich war einfach ein Ticken wendiger. Aber je nachdem, was er für Reifen hat, kann es sein, dass ich ein bisschen langsamer bin, weil die Lenkreifen, die haben ja schlechtere Beschleunigung. Also nicht langsamer, aber halt beschleunigungsmäßig ein bisschen. Gut, mein Auto ist so klein, hält so wenig aus. Gegen Schießer habe ich kaum eine Chance. Außer gegen so einen Shotgun-Fritz, die habe ich hier weggemacht. Obwohl, ich habe auch die anderen ganz... Ach, es geht. Kommt immer drauf an. Wenn wir mich natürlich hier rumfahren sehen, die ganze Zeit beschießen. Ist ja gut, dass ich viele Schussstangen drauf habe. Oh, da ist einer. Hallo. Nein. Ah. Vielleicht soll ich mir das Ding aufs Dach legen. Okay, wir sind in der Überzahl. Das kann sich extrem schnell ändern. Nein, warum? Alter, es war so hässlich, dass du mich gerammt hast. Lass mich doch auch. Oh, ich habe voll viel Schaden genommen. Elend. Das ist immer der Nachteil, dass sie hier unten meistens Benzinfässer drin haben, wenn ihr das dann wegbohrt. Aber der Rammschaden ist übelst grausam. Scheiße, mein Ding, sie ist abgefallen. Weil die sind auf Rammen gefused. Und der Rammschaden vom Bohrer ist eh ziemlich gut. Komm, lass mich ihn doch schieben, ich hab da Bohrer. Die Shotgun-Männer, die brauchen doch gar nicht unbedingt schieben. So. Jawohl. Gewonnen. Ach komm, dann machen wir noch eine Runde. Dann haben wir ja wenigstens die eine Aufgabe durchgezogen, oder? Das schaffen wir doch hier. Und die vielleicht sogar auch. Ja, ab geht's. Das andere mit den 40 dauert ein bisschen länger. Aber das schaffen wir noch. Schönes kleines Auto. Wir sind erst bei 23 Minuten. Das läuft. Na, ich glaube jetzt, wo die so ein bisschen mehr gerade sind, dadurch, dass die Reifen hinten so ein Tick kleiner sind wie die guten Kutschenräder, bin ich einfach wendiger und... Achso, ich hab noch das hier. Ein Ticken wendiger und die bohren besser. Vorher haben sie wirklich nur das Fahrwerk rausgebohrt, so bohren sie schön seitlich rein. Und die Stoßstangen schützen dich erstaunlich gut, also... Der eben wieder explodiert ist, da stand ja irgendwas von 580 Schaden, aber ich hatte immer noch 400 Leben, also der Flug hat alles abgefangen. Und die Bohrer vorne oder so. Das ist halt cool, wenn der Pritzler trifft. Ich muss sagen, ich fand die immer ziemlich sinnlos, diese Tempura-Dinger, aber hier in dem Bild passen die ganz gut rein. Dritter Bohrer wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen, aber ist irgendwie lustig. Ach, der ist ja schon abgefallen. Okay, zum Rammen ist das Ding nicht so gut. Ich mal ganz kurz gucken, ob ich das unten dran kleben kann. Der ist so, aber das könnte ein bisschen hoch sein. Kann ich dem nur die Waffen runterfüllen? Obwohl, das ist genau auf Höhe meiner Kabine. Ich bleib mal hier so stehen. Wie weit schießt denn das Ding? Die
dran bin. Ach nee, da bringt's nichts. Ja, egal, wenn's abfällt, dann fällt's halt ab. Oder kann ich hier unten was dran klatschen? Nee, hier kann man nichts dran bauen, gell? Hat keine Schweißpunkte. Hier ist zu breit. Nee. Das wird nichts. Wir lassen es so und einfach los geht's. Zeitverschwendung war's. Wenn er abfällt, fällt er ab, dann ist er weg. Einzige, was wir noch machen können. Den auf den Knopf setzen, dann kann ich es besser. So, jetzt müssen wir 1700 Schaden machen, soll drin sein. Wenn ich nicht direkt, gut, dass das Sniper-Wolf bei mir im Team ist, der hört sich gefährlich an. Der hätte mich sonst wahrscheinlich einfach abgeschossen. Boah, der hat Kaukasus drauf, ey, ist ja übel. Ich glaube, Kaukasus baue ich jetzt auch mal ein paar, um die zu verkaufen. Die sind gerade teuer und ich bin gerade bei den Steppenwölfen. Ich habe mir nämlich eine Bastion gebaut, genau, Bastion heißt sie. Ich hoffe, alle greifen an, ich hoffe, bleibt keiner zurück. Oh, einer ist schon drin. Müssen wir aber schnell hin. Los, Angriff, Alter, lass den doch nicht alleine da. Ich räume euch einfach allen die Rede weg, ey. War nicht so gut. Aber die können es noch schaffen, die Gegner haben sehr wenig Rede. Krieg ich meine Abschuss. Was macht der eigentlich mit seinem Kaukasus hier hinten? Du musst näher ran, Bro. Dein Kaukasus schießt nicht so weit. Guck mal, da rechts ist doch einer. Hol dir doch einen Oliver. Ich hoffe, er hat ein Radar dran, weil er ohne Radar ist. Jetzt schießt sein Kauki endlich. Ja, aber ohne Kühle, ohne Radar, ist schwierig im Kaukasus. Obwohl es geht. Wird es schaffen? Nee. Komm, aber der kann unser Held sein. Der andere brennt doch jetzt auch. Der eine in der Mitte, der hat wahrscheinlich kaum noch Rede. Komm schon. Spitfire hat er auch noch dran. Ja, dann fahr mal hin jetzt. Geh angreifen, Alter. Du machst die doch alle platt. Du bist so stark bewaffnet. Mist, der eine brennende haut ab. Aber in 2,5 Minuten kann er das auch noch einnehmen. Jawohl, der schafft es. Sehr gut. Jawohl. Stark.
Habe ich genug Schaden? Jawohl. Also ihr seht, das Auto funktioniert sehr gut. Das ist ein übelst witziges Auto. Wenn ihr Tempura aus dem Bore habt, baut's. Ihr braucht nicht unbedingt die Hole, aber die Hole ist halt cool für den 20% Bonus. Und ja, Screener. Ihr seht jetzt wieder, Screener sind einfach cool. Die kann man sich schön für Engineer Points ersteigern gerade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.